Stopp. So. Hallo, willkommen, buenas dias. Dobry dzień. Da ist er wieder mit Eko. Wir haben einen eigenen Server. Wo erstmal niemand draufkommt, der das Passwort nicht kennt. Kappenzelt, das Zelt stellen wir auf. Na, vielleicht erst noch ein geeigneten Platz aussuchen. Aber andererseits, hier sieht schon ganz gut aus. Oh, Blaubeeren oder Heidelbeeren. Hier gibt was zu essen, hier bauen wir. Sieht man gar nicht, wo das Lager ist, ne? Oh, Pflanzen. Da ist das Lager. Und ist das Lager hier? So, dann brauchen wir Holz. Nehmen wir uns schon mal die Axt. Und einen Hammer. Und die Schöppe, die werden wir auch brauchen. Und die Sense werden wir auch brauchen. Und was zu essen werden wir vielleicht auch brauchen. Okay. Möchtest du mir umfallen? Wow. Das war knapp. Das war sehr knapp.
Hä? So, wo ist der Baum jetzt hin? Da. Mehr kann ich schon mal nicht tragen. So. Wir brauchen eine Werkbank. Lagerfeuer brauchen wir noch nicht. Kommt denn später erstmal die Werkbank. Ich werde mal die Riffel auflösen und eine ordentliche starten. So, was haben wir denn Schönes? Machen wir so was, machen wir so was und machen wir so was. Muss mal schnell was eintippen. Hier ist No, das passt. Open. Gut. Jetzt haben wir eine Werkbank. Die stellen wir natürlich hin. Mal überlegen, wo stellen wir die hin? Hier so gleich. Zu hungrig zum Arbeiten. Okay. Dann müssen wir noch was zu essen suchen. Ich habe überhaupt keine Orientierung. So. Mal schon mal Holz. Bauen wir uns so eine Holzhacke. Da
den Baum haben wir gefällt, dann werden wir jetzt den fällen als nächsten. Genau. Muss echt aufpassen, sonst wirst du hier erschlagen vom Baum. Gut. Dann brauchen wir jetzt ein Lager. Ido Abere, willkommen. Dafür brauche ich den Stein. Essen kann ich erstmal hier lagern. Dann gleich schon mal um neues Essen kümmern, ne? Nein. Meh. Das ist zu voll. Können wir denn noch herstellen? Genau. Dann haben wir schon mal das aus der Hand gelegt. So, pflanzen wir hier schon wieder neue Bäume, die auch nicht ausgehen. Dann ist das Lager jetzt fertig. 6. Ist das fertig, das Lager? Super. Irgendwo hier hatte ich den Baum noch gefällt. Habe ich da alles von? Oh, hier gibt was zu essen. Den Farn. Den nehmen wir.
bisschen Zedernsamen sammeln. Nummer 8 ist das. Dann pflanzen wir gleich neue. So, was wollte ich noch bauen? Die Truhe ist fertig, okay. Muss ich innerhalb eines Raumes befinden. Okay. Forschungstisch muss innerhalb eines Raumes. Geschäft. Hey, wake up. Sandra Silva, willkommen. Ein bisschen Stein besorgen, ne? Holen wir erstmal ein bisschen Stein. Wir haben doch hier irgendwo Stein gesehen. Da hinten. Zu hungrig zum Arbeiten. Verdammt. Verdammt, verdammt, wir müssen Essen besorgen. Essen, Essen, Essen. Wo kommt Essen her? Ein bisschen Essen. Da ist auch ein bisschen Essen. Und oben sieht man vielleicht ein bisschen besser. Irgendwo hatten wir doch hier Blaubeeren. Hier Heidelbeeren, okay. Hier sind auch Heidelbeeren. Dann suchen wir erstmal Essen, damit wir hier auch arbeiten können. Es gibt hier auch noch nicht reif zum Ernten. Der ist aber reif, der auch schon. Der ist auch reif. Du
Durch das ganze hohe Gras sieht man gar nicht, wo hier was ist, ne? Erstmal Nahrung suchen, das ist das Wichtigste. Habe ich eine Nachricht gekriegt? Gehen wir schon mal zurück zum Lager. Ja, okay. So, wir haben Mais kommt hier rein, das kann damit rein. Der Kürbis kommt mit ins Zelt. Das können wir ja auch dazu tun. So, fahren. Fahren können wir auch da rein tun. Die Beeren, was ist das? Fahren, Sporen, okay. Sind denn die Samen dafür? Kürbissamen haben wir noch und Maissamen. Pflanzen wir das Zeug denn erstmal an, wa? Zu hungrig zu arbeiten. Okay, dann essen wir erst was. Nein, doch. Oh. Chefs, thank you for the 50 T-Fuel. Thank you, thank you. Open a new prediction and start a chat game. If someone wants to win, guess the number. So.
Einen Sensor haben wir gar nicht, ne? Brauchen wir noch. So, habe ich schon mal. Heyo, Attila. Willkommen. In the worst case, you have to guess 20 times. But it's doable, I think. So, wir brauchen jetzt aber noch Holz, glaube ich. Sometimes the bot is not fair. Yay, it's 8. Let me see what I can gift you. We do this. No problem.
Okay, Repair Station habe ich denn. Müssen wir langsam anfangen, so ein Haus zu bauen. Feuer bauen wir auch schon mal und vielleicht noch ein großes Lager. Der Rest dann zu normalen Holz verarbeiten. Okidoki. Hier ein Haus machen. Dum, 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 dum. Thank you.
Ja. Zorro Pai, willkommen. Hello. Oh, wait. So. Okay. Okay. So, dann holen wir noch ein bisschen Holz. Wo waren denn hier noch die letzten Stücke vom Holz? War das hier? Da habe ich schon alles aufgesammelt. Kann sein, ne? Nee, da ist noch was. Gut. Erstmal so ein bisschen die Grundlagen schaffen. Wenn wir denn erst ein paar Sachen haben, dann geht es ja auch besser voran.
wenn man erstmal sein Werkzeug reparieren kann oder so. Kann ich nicht mehr mitnehmen. Preis, cool. Hier der Restbaum, ja, hier ist der Restbaum. Das sollte ja erstmal reichen, hoffe ich mal. So. Dann bauen wir jetzt einen Ruf. Na, so. Fehlt ja wieder Zeug. Da ist der böse Asteroid. Den muss ich zerstören. Impact 59 Day, 6 Stunden, 4 Minuten, 50 Sekunden. Wie brauchen wir denn jetzt noch? 2, 3, 4, 5, 10, irgendwie so 10 oder so. Reicht das noch? 3 haben wir schon. 14 werden noch hergestellt und dann noch 29. Oh, das reicht noch ewig. Hallo, Herr Heil. Grüß dich. Vielleicht noch mal ein bisschen nach Essen suchen oder was anpflanzen. Am besten so früh wie möglich Pflanzen selber anbauen, ne?
So, dann brauchen wir noch einmal eine Wall. Oder? Ja. So eine komische Sense, Steinsense, Holz und Stein. Okay, holen wir noch ein bisschen Stein. Ach, ich habe noch Holz bei. Zurückpacken. Jetzt mal ordentlich Steine ins Lager schaffen. Stein ist wichtig für die meisten Sachen, die man so produziert. Das ist genauso wichtig wie Holz. Und hängt das schon mal in der Warteschleife. So, eigentlich müsste die Reparaturwerkbank denn jetzt auch schon funktionieren. Moment. Aha. Gut. Können wir schon mal das Werkzeug reparieren? Es wären 4 Steine benötigt.
Und so eine Fischerei wäre eigentlich auch nicht schlecht, ne? Das passt noch nicht. Noch ein bisschen sammeln. Schon wieder voll. Man kann halt zu Anfang auch sehr wenig tragen. Ich muss gleich schon wieder was essen. Verdammt. Die ganze Arbeit strengt an. Hatte mein Lagerfeuer? Hatte ich das nicht gebaut? Doch, hatte ich gebaut, genau. Wir bauen dann erstmal das Lagerfeuer auf. Mal überlegen, wo machen wir das? Jesu. Du gehst einkaufen, okay, bis später. So, mal gucken, was können wir denn noch machen? Gegrillte Wurst. Weizenbrei. Nee, sowas habe ich alles nicht. Essen wir noch ein paar Heidelbeeren. Und platzieren das große Lager dann vielleicht mal.
So, dann haben wir noch ein großes Lager. Da kriegen wir aber auf jeden Fall die Sachen in alle rein, die wir so brauchen. Machen wir noch einen Baum klein. Batman, willkommen. The one and only Batman. You too, happy Valentine's Day. Schon mal viel weniger bewaldet hier. Wieder voll. Dim, 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 dim. Wer noch irgendwas, was ich sammeln kann, hat in der Nähe zufällig Licht. Da haben wir alles abgeholzt. Sieht jetzt nicht gleich danach aus, ne? Lauf, ich hack dich. Gegrillter Mais, dann noch ein paar Kürbis dazu und ein paar Heidelbeeren. So. Können wir hier noch was anpflanzen? 5. Jetzt noch die Sense bauen.
Ach, das hast du denn im Browser? Okay. Das ist schon mal alles meins. Also sonst könnte da jeder zugreifen und das wollen wir ja nicht. Kleben wir erstmal das ganze Land hier ringsrum. Das ist keine Grundstücksurkunde, okay? Wie kriegen wir die denn ran? So, habe ich jetzt schon dieses Ding gebaut? Ja, habe ich. Gut. Dann brauchen wir jetzt einen Zimmermannstisch, denke ich mal. Können hier erstmal Platz machen. Seraphin, willkommen. Haben wir schon mal Pflanzenfasern? So,
Können wir das Zeug schon mal alles da reintun? Dann haben wir schon mal enorm viel davon. Und was haben wir hier? 3 Reis. Pflanzen, damit Reis draus wird. Okay. Trockpock Lock. Willkommen. Hallo. Den Reis erstmal. Gut. Dann haben wir auch erstmal ordentlich Sachen. Mal gucken. Zimmermannstisch ist auch schon fertig. Super. Tisch, Schneidertisch, Tisch, Tür, Verteilungsstation, Wagenmachertisch, lass uns erstmal Bretter herstellen. Mal wieder Stein. So, ist denn hier irgendwo anders noch Stein? Hier ist noch Stein. Ist das hier auch noch Stein? Gneis ist das, okay. Guess the number. Thank you.
So viele schöne, tolle Sachen. Wir haben bloß aus der Erde graben muss. Muss ich erst herstellen. Stimmt ja, muss ich erst herstellen. Haben wir hier gleich 68 eintragen? Ja, können wir. Schon mal repariert, gut. So. Gucken, was kostet denn hier so ein Angel? 13 Holz. Da fällen wir doch einen glatten Baum für. Ich habe schon 20, okay. Oh, da. Oh, jetzt haben wir genug Holz, jetzt muss die Fischerei funktionieren. Können wir hier mitbauen, Holz bearbeiten, das können wir da auch machen, okay. Hm, 20 Bretter.
nicht reif zum Ernten. Also Holz können wir nie genug haben. Da können wir gleich noch eine noch einen Baum fällen. Wow. Das war knapp. Das war sehr knapp. Fischding. Das ist denn jetzt fertig, okay. Und hier soll ich dann... Hey, wake up! Warrior Place, willkommen. Thanks for the follow. Wieder wegnehmen. Jetzt habe ich Holz. Komme ich hin zu Holz? Du erhältst ein Lagerfeuer, genau das wollte ich. Genau das wollte ich. So, jetzt fehlt nur noch ein bisschen. Uff. Und eine Wall und zwar da. Raumvolumen 45.
Er nimmt 25 auf 45. Oder alles. Okay. Dann können wir jetzt die 9. Ist alles ganz schön klein. Komme ich danach durch, wenn ich den so hinstelle? Probieren wir mal. Natürlich nicht. Wenn ich hüpfe, schon. Ja. Machen das anders. Wir machen den Fisch 8 hier so hin. Zack. Die Reparaturwerkbank. Da so hin. Das andere Ding. Nee. Cheat. Muss ein bisschen größer der Raum. Müssen wir noch ein bisschen größer machen. A little bit bigger. No. 54 Kubikmeter, 50 Joules. Gut. Okay. Was können wir denn hier herstellen? Eine Angel. Forelle ausnehmen. Eine Reuse. Eine Reuse klingt aber interessant. Erstmal eine Angel. So, dann holen wir noch ein bisschen Holz und dann bauen wir uns eine Reuse. Ist doch logisch, oder? Ich glaube, so eine Reuse kann man immer wieder benutzen.
Muss mal sehen, vielleicht dreht an diesen Werten noch ein bisschen. Ist ja mein Server. Muss ich wahrscheinlich auch, wenn ich die ganze Zeit hier alleine spiele, dann müssen einige Parameter angepasst werden. Pflanzenwachstum oder sowas. Oder mal gucken. So, mal gucken. Holz. 12 Sekunden. Wenn ich das hier am Zimmerertisch mache, dauert es 18 Sekunden. Das ist ja komisch. Das ist ja komisch. Schon mal einen Wegbahn langsam Richtung Wasser. Oh, Pflanzenkraut hier, ey. Das verhindert auch, dass man schnell gehen kann und so. Zu hungrig zum Arbeiten. Eieiei. Valera, willkommen. Rufen wir mal zurück und machen uns was zu essen. Ach, das Feuer sollte ich mal wieder einstellen. Ich denke mal, steht hier gar nicht schlecht. So, was haben wir denn als schönes hier? Viel mehr können wir hier gar nicht machen, ne? Nee.
So, und die Pfeile, die stecken wir uns mal in der Tasche. Farnsporn, den pflanzen wir. Na. Haben wir denn noch was zu essen hier? Sind erstmal irgendwie das Camping winziges Lager. Wo konnte man das nochmal ausschalten, dass man das sieht? Beim Zelt direkt. Naja. Wir müssen irgendwas anderes noch zu essen finden. Reuse 18 von 30. Angel haben wir dann auch schon mal. Kiste könnten wir noch hinstellen. Oh, was eine Kiste, ey. Verdammt. Da können wir dann das ganze Essen reintun. Weil wir haben ja kaum noch Essen, also ich muss schnellstens Essen besorgen. Wir probieren erstmal mit einer Angel. Du hältst einen Thunfisch. Cool. Du hältst einen Lachs. Das geht ja fix. Okay, drei Fische. Das reicht erstmal. Ich glaube, das war auch ein Thunfisch, okay. Und dann schnell wieder zurück, ne? Die Beute erstmal kochen. Nicht den denn so kochen? Ich
gegrillter Fisch, den muss ich erst ausnehmen, okay. Diese Fasern werden von vielen verschiedenen Pflanzen geerntet. Sie eignen sich. Ach so, aus Seetang kriege ich den Pflanzenfasern. Ach okay, damit kann ich auch keine Oceanfische. Okay. Hoher Fisch. Die Proteine und Fett. Ja, cool. Da angeln wir uns doch gleich glatt noch ein paar Fische. Also verhungern tust du hier nicht so schnell. Er zappelt aber, der Thunfisch. By the way, guess the number 1 to 20 is still open and you can guess if you want a win. Eine Forelle. Gut. So schnell verhungert man hier gar nicht, ne? Man kann sich ja denn helfen und Silber angeln und so. Mm-hmm.
Zwiebel. Gegrillter Fisch machen wir noch 10-mal. Haben wir schon einmal Fisch? Nom 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 nom. Berufserfahrung pro Tag 0. Ich glaube, ich muss den Server gleich mal neu starten. Möglicherweise muss ich da noch eine Einstellung anders machen. Einloggen, einloggen. Nee, so 100% richtig tue ich das noch nicht wissen, Arnold. Willkommen. Aber ich habe schon mal Essen. Also ich kann schon mal hier mit Essen kochen und so. Man muss eine ausgewogene Ernährung haben. Aber irgendwas mit den Multiplikatoren hier. Ich muss den Multiplikator wahrscheinlich auf 1 setzen. Den Basismultiplikator. Heißt, der steht irgendwie im Server auf 0. Glaube ich. Allgemein haben wir hier Tickrate, Einschlag des Meteors, 60 Tage habe ich eingestellt, Kosten, definiert den Multiplikator der Kosten, dann machen wir den auf 1. Skillpunkte pro Tag. Hä? Was sind da Standardwerte? Wir fangen erstmal mit einem an. Mal so vielleicht durchkräftigen. Einstellungen speichern, ja. Schwierige daran ist jetzt, dass ich nicht genau weiß, wie ich hier ohne Mod-Tools ein Backup erstelle. Es kann sein, dass dann einiger Fortschritt weg ist. Potterhead, Buvian, congrats, let me see, we have this. Ja, also einerseits muss man hier auf die Ausgewogenheit seiner Ernährung achten und andererseits muss ich jetzt gucken, was ich beim Server einstelle als Multiplikator hier, weil Berufserfahrung pro Tag ist natürlich scheiße ohne.
für komplett null und so. Das ist ja nicht gut. Muss mal gleich gucken. Reputation. Unstock Timer, Delay nearby, Food Check Minuten 4. Normalerweise kann man sich hier auch hochleveln. Das fragt mich nicht. Wenn man keine XP kriegt, dann kann man sich auch nicht hochleveln, ne? Also das muss ich noch einstellen, denn deswegen, noch habe ich überhaupt keine Fähigkeitslevel und so was. Das muss sich irgendwie ändern. So vom Spiel habe ich schon viele Sachen entdeckt eigentlich, was ich so alles herstellen kann und so, aber jetzt von den Servereinstellungen kenne ich mich jetzt noch nicht so mega aus, weil was da für sinnvolle Werte setzen kannst. Ich sehe auch gerade keinen Button oder sowas, wo ich hier ein Backup machen kann, so aus der heiterem Himmel. Ereignisprotokoll. Irgendwie macht der automatische Backups. Warte mal, automatisierte Aufgaben. Was haben wir hier? Start, stopp, Server, okay. Nee, das ist es nicht. Klicken einfach mal Hilfe an, ne? Wo haben wir das? Wo haben wir das? Da steht natürlich so was nicht drin. Uno momento, ich bin da gerade noch am Suchen. Eco Global Survival, offizielle Webseite, offizielle Wiki.
Steht da irgendwas, wie man das denn macht? Ja, du bist eingeladen. Kannst hier gerne mitspielen. Bloß, wie gesagt, das kann sein, dass ich den Server jetzt gerade mal vielleicht nochmal neu starten muss, weil ich jetzt gerade ein paar Skillpoints und sowas eingestellt habe. Vielleicht ist das doch viel zu viel, was ich eingestellt habe. Aber wir lassen einfach drauf ankommen, Server neu starten. Zack. Einfach mal geklickt, ne? Kriegen wir ja gleich die Meldung, denn dass wir ein Timeout haben. Server fährt herunter. So. Aber dafür brauchst du das Spiel, ne? Eco. Das geht leider nicht so. Jo, das musst du wissen. Da kann ich niemanden pushen oder irgendwie so. Der soll jetzt wieder laufen, sagt das Webinterface. Verbindung fehlgeschlagen. Ja, wie gesagt, mach wie du denkst, ne? Ich will dir da keine Vorschriften machen oder irgendwas. Also offensichtlich speichert er sich den Stand beim Runterfahren, also macht er den Backup beim Runterfahren. Ah, jetzt krieg ich auch XP. In 3 Minuten habe ich den nächsten Levelaufstieg, okay. Ist vielleicht doch ein bisschen zu hoch eingestellt jetzt. Aber schauen wir mal. Überlebenskünstler ist wohl standardmäßig. Jetzt könnten wir irgendwas anderes hier. Gardening sammeln. Geringer Kalorienverbrauch. Erhöhter Ernteertrag. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Also wie es aussieht, sind wir ja schon wieder halb durch. In 2 Minuten haben wir den nächsten Levelaufstieg. Das war dann vielleicht doch ein bisschen zu viel. Weil ich dachte mir jetzt, da stand, wie viel XP soll man pro Tag verdienen. Und ich dachte mir, nimmst du 24 einfach mal 10. Hatte 10 Erfahrungspunkte pro Stunde, aber irgendwie gibt es da denn noch 5500, ist ganz schön viel. Nee, ich habe Skillpunkte pro Tag 240 eingestellt, aber irgendwie ist das denn doch noch zu viel.
Ich überlege jetzt gerade nach einem sinnvollen Wert. 50? Machen wir nochmal einen Reboot vom Server. Ich hab mich da ein bisschen vertan. Ich kenne da keine reellen Werte. Das ist mein großes Problem. Ich weiß nicht, was ich da einstellen soll. Und hier bei den Server-Einstellungen, da steht dann einfach, bitte geben Sie die Werte ein. Und da steht aber kein Beispielwert. Das stand auf 0,00. Und dann Skillpunkte pro Aktion, Skillpunkte durch Crafting, das habe ich erstmal auf 1,0 gesetzt. Jetzt habe ich Skillpunkte pro Tag 50 erstmal genommen. Anstatt 240. Und diese 5500 waren halt die XP, die man dann verdient pro Stunde oder so. Weiß ich jetzt nicht. Oder pro Tag. Mit allen Faktoren dran, ne? Weil wenn du dein Haus verbesserst, dann hast du eine Verbesserung. Wenn du ausgewogen gegessen hast, dann verändert das deine Skills, die du kriegst und so. Und ich war ja gerade satt gegessen. Das heißt, ich bin relativ ausgewogen ernährt gewesen und ist sozusagen Idealfall. Man kann das dann immer noch boosten, indem man jetzt seine im Haus einen Tisch und einen Stuhl und sowas hinstellt. Da muss ich jetzt einen sinnvollen Wert finden, ne? Vielleicht ist 50 auch noch zu hoch. Ja, ich starte ja auch gerade den Server neu. Jetzt haben wir 1147,4. Das ist immer noch zu viel. Wobei andererseits... ...1147 ist wahrscheinlich immer noch zu viel. Ja, das ist, glaube ich, das Sinnvollste. 100 auf 10. Ich muss das ja, sagen wir mal so, ich müsste das schon ein bisschen höher setzen, weil das, momentan spiele ich das Spiel alleine und ich werde das in den 90 Tagen oder in den 60 Tagen nicht schaffen, den Asteroiden aufzuhalten. Du hast einen Asteroiden, der stürzt auf diesen Planeten, ne? Und wenn ich momentan so denke, dass ich wirklich alleine spiele, werde ich das gar nicht schaffen, so weit zu forschen und so. Deswegen muss man schon ein bisschen mehr XP reinmachen. Vielleicht ist das nach so einer kleinen Testphase auch das Beste, einfach nochmal den Server zu wipen und so. Weißt du, wenn ich das so ausprobiert habe und das mit den XPs alles passt, vielleicht ist dann auch das Beste, den Server nochmal zu wipen und alles platt zu machen. Das würde vielleicht gut sein. In der Zeit kann ich ja hier die Riffel mal drehen, hier auf Theta. Und eine neue starten. So.
Save. Open Prediction. Und jetzt sollte der Server auch wieder da sein. Und erstmal ist der Server auch bezahlt. 10 Slots hat er, also 10 Leute können gleichzeitig drauf spielen hier. Erstmal ist der auch 30 Tage lang bezahlt. 229, das passt doch schon eher, glaube ich. Ich glaube auch, das passt wohl eher. Nächster Levelaufstieg in 18 Minuten. Ja, das ist schon halbwegs normaler. Oder das ist der Multiplikator 10, was ich da eingestellt habe. Das ist nicht Skillpunkte, das ist der Multiplikator. Hm. 229,5 Berufserfahrung pro Tag, das klingt ja schon halbwegs normal. So. Also erstmal satt essen, ordentlich satt essen, so. Also man kann Beete pflanzen, habe ich vielleicht noch nicht gezeigt. Ist leider noch nicht reif. Man kann dann Bäume, also Samen von Bäumen auch wieder pflanzen. Da ist ein Otter. Den kriege ich, glaube ich, nicht gejagt. Man kann Tiere jagen. Man kann den hochskillen, dass man, wenn man besser ist oder höher geskillt hat, dann kann man sich den Tieren dichter nähern, bevor sie abhauen und so. Das habe ich schon mal festgestellt. Eisensense, wo habe ich denn Eisensense mit mal her? Erlaubnis durch, sammeln 1. Da kriege ich was geschenkt. Okay. Wusste ich nicht. Hauen erstmal die Angel rein und angeln uns wieder was zu essen. Essen ist wichtig. Der zappelt der Fisch, wa? Ich glaube, die haben das auf einem 500 MHz PC programmiert. Da sieht das Zappeln denn gut aus. Wenn man dann 12 Kerne mit 4,2 GHz oder was hat, ne? Da zappelt der Fisch dann halt ein bisschen schneller. Und jede Aktion bringt ja jetzt auch noch ein bisschen XP. Also wenn ich jetzt fische zum Beispiel, müsste das eigentlich auch noch XP bringen. Aber irgendwie doch nicht. Hm.
Komisch. Ein Lachs. Man möchte das ja nicht an einem Tag gleich durchspielen, deswegen macht sich das schon gut, wenn die XP-Dinger ein bisschen höher sind. Oder niedriger als ursprünglich eingestellt. Aber ganz zu Anfang stand sie auf 0. Ne, da muss man dann erstmal was machen. Haust du ab, du blöder Otter? Das ist mein Fisch. Du hast deinen Otter getötet. Haha. Habe ich den Otter umgebracht? Hast du das gesehen? Wie kann ich denn auf dem Lagerfeuer grillen? Komm her, Fischi, Fischi, komm her. So. Also jetzt habe ich erstmal genug zu essen, denke ich mal. Muss man dann seinen Angeltisch und Forelle ausnehmen, Lachs ausnehmen und Thunfisch ausnehmen. So, Campfire-Otter. Tierfett kommt da einmal raus. Also grillen wir den Otter. Und ich glaube auch, gegrillter Fisch hält sich länger als normaler Fisch hier, roher Fisch. Also viele Sachen verändern ihre Nährwerte hier. Der hat zum Beispiel 3 Kalorien. Ein Protein und 3 Vitamine, 313, ne? Und wenn das getrocknet ist, dann hat das 418 und hat 500 Kalorien und das einzelne hat 80 Kalorien, also braucht man aber 6 Stück mit Mal, okay. Aber jetzt habe ich schon Vorteile erhöht, Ernteertrag um 40%. Also wenn ich jetzt irgendwas sammle, dann müsste das schon besser sein. So, mal gucken. Können wir hier irgendwo was sehen?
Natürlich nicht so optimal, wenn das gerade dunkel ist. Aber hier fahren. Hier fahren Spitzen. Nochmal fahren. Da ist nochmal fahren. Alles hat Auswirkungen. Also wenn du alle Fische wegfängst, dann kommen auch keine neuen. Deswegen muss man sich auch ein bisschen weiter aufstellen mit dem Nahrungsangebot. Dass man dann vielleicht auch, weiß jetzt nicht, Fische selber züchten, habe ich bisher noch nicht gesehen, dass ich das kann. Wäre aber auf jeden Fall eine Option. Ab einem bestimmten Punkt so. Hirsch, wo bleibst du? Wo rennst du hin? Verdammt. Wo ist er jetzt? Na toll. Da bin ich noch nicht gut genug, dass ich den Hirsch so einfach so jagen könnte. Ah, jetzt habe ich ihn. Aha. Ein Elch für 2 Schaden getroffen. Ne? Ach so. Okay. Hier ist ein Fluss. Hier könnte man dann so ein Wasserrad hinstellen oder so. Da gibt nämlich auch Windmühlen und Wasserräder und sowas. Dass man mit fließenden Gewässern hier Strom erzeugt oder mechanische Kraft. Da bin ich natürlich bei Weitem noch nicht. Da sieht man auch schon die Fische drinnen schwimmen. Es gibt denn auch noch so eine Reuse für Flussfische. Hat man da denn alle Flussfische mitfangen kann mit so einer Reuse. Aber wenn man denn Ozeanfische fangen will, braucht man die Angel. Steht so in der Beschreibung. Da ist ein Loot. Power Shooter, danke fürs Loot. Danke, danke. Und willkommen. Mal gucken, was habe ich denn bei? Die fahren, die können schon mal wieder in die Kiste. Genauso wie das Essen hier. Das kann da drinnen bleiben. Können wir das gleich anschmeißen, den Elch. Okay.
Lagerfeuer war Pity. 10 Minuten kocht der. Schmeißen wir auch schon mal rein. Denn den anderen Fisch, den ich gerade eben gefischt habe, den können wir ja noch gleich dahinter hauen. Gibt ja noch so eine Kühlliste, also kannst du dann noch Sachen verschieben, dass da zuerst gemacht wird oder so. Gibt auch Rezepte hier, gegrillte Papaya und so, und wenn man dann besser geschult ist, dann kommen noch andere Rezepte hinzu. Dann kann man hier so einen Farnsalat machen oder Bannockbrot, wenn man Talg hat, okay. Gebratene Tomaten, Lagerfeuerbraten, Eintopf. So, also Nahrung habe ich jetzt erstmal genug. Angel habe ich, Reuse brauche ich nicht wirklich. Seetang zerkleinern brauchen wir auch nicht. Kann man denn noch Schönes bauen? Erstmal reparieren. Also man muss sein Werkzeug dann auch reparieren. So. Grundbesitztisch. Ein Ort zur Verwaltung des Verkaufs und der Übertragung von Grundstücken und Immobilien muss sich innerhalb eines Raumes befinden. 25 Kubikmeter freies Volumen in dem Raum muss da sein. Brauchen wir aber nicht unbedingt. Es gibt ein Anschlagbrett, weil ja der Multiplayer ist, dass man da sagt, hier, wir brauchen noch einen Fischer oder so, und dann kann sich da einer für melden. Schneidertisch. Also wir haben auch fast voll den Raum. 50 Kubikmeter sind genutzt von den 54. Also wenn ich jetzt noch so einen Schneidertisch bauen würde, klappt gar nicht. Würde nicht funktionieren. Eisschrank benötigt Holzbearbeitung. Grundlegende Technik, also so einen Forschungstisch werde ich mir mal vielleicht bauen. Das könnte man noch machen. Erstmal noch ein bisschen Holz suchen. Zwanzig.
Was? Kein Kraftstoff mehr. Wow. Boah. Du hast doch noch zu tun. Koch mal, koch mal. Man, jetzt bin ich auch relativ satt. Jetzt könnte man vielleicht auch die ganzen Sachen hier mal wegmachen. Diese ganzen Sachen hier, das bringt ja noch ein bisschen was Späne oder sowas. Die brauche ich aber zurzeit nicht, deswegen habe ich mir momentan da noch nicht so viele Gedanken drum gemacht. Aber da gibt es dann Baumsamen. Das war alles irgendwie auch ein bisschen Kalorien denn, ne? Aber wir haben ja jetzt genug Fisch gefangen und so und ist ja alles am Kochen. Auch der Elch, den wir gerade erlegt haben. Wait, ich habe schon wieder so einen Stern. Was ist hier bitte Steinmetz denn? Bergbau. Geringer Kalorienverbrauch, okay. Mörtel. Granitziegel. Effizienz. Granitkosten um 50%. Wie gesagt, wenn man den Beruf denn richtig kann, ne, dann geht das richtig ab. Warum kann ich hier nicht? Fertigkeitslevel? Das verstehe ich jetzt nicht, wie sie das meinen. Ah, da ich momentan noch sehr viel Holz fälle, werde ich das denn machen. Kalorienverbrauch geht runter und Schaden. Dann hau ich nicht mehr so oft zu. Siehst ja, muss ich bald wieder was essen. Stufenaufstieg, okay.
Ja, weil wenn man den Beruf denn ausübt, dann geht das schneller. Also da muss ich noch sehen, ob ich da eventuell noch dran drehen muss, ob das jetzt zu viel ist. Wenn man alleine ist, will man halt auch nicht den ganzen Tag hacken für ein Level oder so.